ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Sie ist ja relativ lang tatsächlich. Ne, wir haben hier beide ordentlich was hingebaut, in grundverschiedenen Stilen. Das finde ich ja am allercoolsten dabei eigentlich. Und ja, der gute Yoshi mit seinem, wie nennt man es am ehesten? Teilchenbeschleuniger. Und ich mit meinem Stahlbrücke. Und ich mit meinem traditionellen, ja, auch Stahlbetongrüppel, wenn man so will, aber mit starkem Bogen. Ne? Naja, ich bin gespannt. Ihr könnt unten in die Kommentare reinschreiben und abstimmen. Und das Ganze wird, wie gesagt, auch noch bei Facebook einmal hochgeladen, einmal hochgeladen. Und da gibt es auch noch eine Abstimmung und dann zählen wir das alles zusammen und dann gucken wir, wer gewonnen hat. Und theoretisch, was ist denn das jetzt gerade gewesen? Alter Vater. Ich weiß nicht. Gehe ich gar nichts an. Schnauf, 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 schnauf. Und ja, ihr habt dann theoretisch 2 Stimmen, wenn ihr ein bisschen bescheißen wollt. Ne, also wenn ihr es besonders gut mit mir meint, dann gebt ihr mir 2 Stimmen, wie sich das gehört. Ne, und bei mir auf dem Discord könnt ihr natürlich auch immer abstimmen, wie ihr gerade lustig seid. Ne, wir lassen das Ganze jetzt irgendwie eine Woche laufen und dann gucken wir mal, was draus geworden ist. Ja, ansonsten bedanke ich mich beim Yoshi, dass er hier mitgemacht hat. Bitte, bitte. Es war mir wieder mal eine große Ehre und ein großes innerliches Blumenpflücken. Und ja, wir gönnen uns jetzt noch einen Kaffee und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's Play Satisfactory mit Ragnar. Ach ja, und tschüss an Kai noch, der das Ganze hier so netterweise aufgezeichnet hat. Ja, ja. Ja, ja. Was, Kai war auch da? Ja, ja. Alles klar. Leute, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertoldsson.